Tag zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Video. Ich bin euer Bim und heute zeige ich euch, wie man sich das perfekte Leim-Wasser-Gemisch anrührt. Und zwar für Dinge wie zum Beispiel hier solche kleinen Sandhügel, Gleiszwischenräume, hier Feldwege mit Reifenspuren oder eben gleich ganze Felder zu fixieren. Ja, und was man dazu braucht, das zeige ich euch jetzt. Ja, was benötigen wir? Ganz klar ist, wir benötigen Holzleim, die günstigste Variante, die reicht da völlig aus. Wir benötigen ein Glasgefäß, etwas Spülmittel, wir benötigen Wasser und einen Stift zum Anzeichnen für das Verhältnis auf dem Glas. So, jetzt sehen wir uns gleich wieder beim Anzeichnen. Ich wechsle gerade mal die Kameraposition. Als nächstes müssen wir uns unser Verhältnis von Leim zu Wasser einzeichnen. Das ist natürlich ein Drittel zu zwei Drittel, und zwar ein Drittel Leim und zwei Drittel Wasser. Wir haben jetzt hier das Glück, dass das Glas ungefähr 10 cm hat. Das entspricht natürlich genau hier der Skala. Dementsprechend können wir genau bei 3 cm hier immer einen Strich machen. Beziehungsweise wir brauchen ja theoretisch auch nur einen und dann haben wir schon gedrittelt. Der Rest wird dann einfach bis hier mit Wasser gefüllt. Und somit haben wir unsere 9 cm und unser genaues Verhältnis. Ja, als nächstes geht es schon ans Befüllen und dazu sehen wir uns jetzt gleich wieder. So, wir haben hier jetzt unser markiertes Glas. Ich habe das gleich mal so gemacht, damit ich das einfach wiederverwenden kann und beim nächsten Mal nicht mehr neu anzeichnen muss. Ich bin also hier einfach hingegangen und habe das markiert für das nächste Mal schon mit. Und als nächstes gehen wir jetzt hin und füllen hier einfach mit Holzleim auf, bis wir unsere erste Linie erreicht haben. Das geht eigentlich relativ zügig, insofern man ein Loch in den Leim macht, in der Öffnung, das groß genug ist. Da habe ich mich auch schon recht verschätzt. So, jetzt machen wir mal bis Oberkante. Genau. Ja. Das wäre mal das Erste. So, was wir als nächstes machen, ist, wir geben Wasser hinzu. Man sieht, wir haben jetzt ein bisschen mehr als das Drittel erreicht. Dementsprechend gleichen wir das oben wieder an. Das kann man sich ja schön orientieren. Füllen also jetzt unsere zwei Drittel Wasser auf. So, auch hier bis über den Strich. Und als nächstes, das darf man nicht vergessen, ganz wichtig, noch einen Schuss Spülmittel. Da muss man jetzt auch nicht unbedingt rumgeizen. So. Das war's dann. Das ist das ganze Geheimnis. Als nächstes kommt Folgendes. So, ihr Lieben, ihr seht hier nun das perfekte Leim-Wasser-Gemisch. Ganz wichtig beim Vermischen ist, dass man danach, wenn man der Meinung ist, man hätte es genug vermischt, kontrolliert, ob hier am Glasboden auch die Bläschen, die entstandenen, angekommen sind. Denn erst dann kann man sich sicher sein, dass das Mischverhältnis perfekt verrührt ist. Gut. Als nächstes zeige ich euch noch kurz die Anwendung und dazu sehen wir uns gleich wieder. So, wir werden einfach jetzt hier ein ganz kleines Stück weiter die Landschaft gestalten. Wirklich nur ein paar Quadratzentimeterchen. Dazu bringen wir jetzt hier unser Streugut aus, das wir gewählt haben. Das ist natürlich dem Anwender überlassen, was er da in dem Fall verwendet. Dann kann man hier hingehen und sich schön seine Bodenstruktur aufstreuen. So, das soll auch jetzt für den Test schon mal reichen. Ja. Was man jetzt machen muss, das ist ganz wichtig, bevor man hingeht und beginnt mit dem Auftropfen des Leim-Wasser-Gemischs, ist die Stelle vorbefeuchten. Und zwar am besten mit so einer Pflanzensprühpistole und eben auch Wasser und ein, zwei Tropfen Spülmittel, damit hier schon mal das Ganze ein bisschen vorgebrochen wird. Das machen wir jetzt. Hier braucht man die Hand hin. Damit hier. So. Jetzt haben wir das Ganze schon mal vorbefeuchtet. Das ist ganz wichtig, um die Bodenstruktur zu erhalten. Und als nächstes verwenden wir unser Leim-Wasser-Gemisch. Nehmen uns eine Pipette zur Hand. Dann ist ganz wichtig, da noch ein gewisser Restschaum auf unserem Leim-Wasser-Gemisch ist, dass man sich die Pipette nach dem Befüllen einfach mal abzieht, sodass keine Schaumtröpfchen hier mit reingehen. Man sieht jetzt schon, wie perfekt das Leim-Wasser-Gemisch hier versinkt.
und somit innerhalb der nächsten 24 Stunden die Bodenstruktur oder die Bodenoptik fixiert. Ja, das ist eben ganz wichtig, dass hier das Verhältnis stimmt, dass es morgen fest ist und jetzt richtig gut hier in die Oberfläche, überall in jede Pore eindringt, um alles miteinander zu verbinden. Man muss sich keine Sorgen machen, das Ganze wird so austrocknen, damit das später nicht mehr erkennbar ist, dass man hier mit Leimwassergemisch gearbeitet hat. Ja, das war's zum heutigen Video. Ich hoffe, ich konnte einigen von euch damit weiterhelfen, denn die Frage kam eigentlich regelmäßig und immer wieder auf. Da dachte ich mir, ich mache einfach mal ein separates Video darüber. Nun gut, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, der BIM baut. Und ciao.